Ach, da waren wir ja gerade. Jetzt, okay. Ich weiß, es nervt es. Was will man machen? Wir können es auch sterben lassen, aber ist nicht so geil. Im Gegenteil. Oh, da unten haben wir noch Milliardezeug. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich bin mir sicher, das ist ultra selten. Der Scheiß. Hallo, Larry. So, wieder ein paar Mal E-Smashen. So, dann wieder Sauerstoff tanken. Ja, ich hätte es mit dem länger unter Wasser bleiben skillen sollen. Ich hab's auch schon verstanden. Geil, Luftblasen. Wo ist überhaupt lang? Hat jemand noch eine Ahnung? Ich schwimme zum anderen Loch einfach wieder. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, davon aus kommen wir auf jeden Fall wieder weiter und haben eine Übersicht etc. Blub, 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 blub. Ja, Luftblasen. Meine Runde ist eigentlich keine Sauerstoffflasche mehr, wie im anderen Teil. Vielleicht kriegen wir da noch eine Sauerstoffflasche. Ey, das wäre cool. Was ist da? Au, Piranhas! Hä? Was kann ich da machen? Boah, ist das assi. Da muss man den aufpassen, auf den einfach nur nicht zu nahe kommen. Ich glaube, das ist die Challenge hierbei gerade. Den kann man wahrscheinlich hier drin uns verstecken. Ah, ich verstehe. Okay, wir haben es trotzdem abgekrabbelt. Jetzt habe ich jetzt gecheckt, warum das Zeug da ist. Larry, ganz ruhig. Wir haben es gleich. Vorne ist ein Sauerstoffloch. Nein, nicht sterben! Nicht sterben! Fuck! Nur noch einen Weg zurückmerken. Ah, da haben wir das Jadezeug. Perfekt. Einfach abkrabbeln. Einfach abkrabbeln. Gut. Jetzt geht's schneller. Ohne dabei mehr Sauerstoff zu verbrauchen. Du weißt ja, ist ungesund. So ein hoher Sauerstoffverbrauch unter Wasser. Ja, tu nicht so. Das war gerade eben viel schlimmer. Eieiei, ich hasse Unterwasserlevel. Wir müssen die Sauerstoffknappheit, Mann. Wir müssen gucken. Oh, vielleicht geht das. Ey, wenn das geht, dass wir unendlich unter Wasser blubbern können. Ey, ich schwöre euch, das gilt mal aber gleich mal instantly durch. Und fahr mal, siehe da, wir brauchen es nochmal, dann heul ich. Ja, genau, da hängt die Kamera wieder. Schau, scheiße. Ja, jetzt auf mal hoch. Klug auch nicht zu viel. Heieiei. Hol erstmal die Loot da ab. Oh Gott. War unten noch was? Nö, scheint nicht so. Gut. Dann nehmen wir noch eine Heilpflanze. Meine Fresse. Ich gebe erstmal das Zeug her. Stressabbau. Muss Blut abgrabbeln. Hey! Oh Gott! Lass das doch! Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Digga, mein Herz! Dafür habe ich nicht genug Platz. Ihre Führung ist Visionsaufzeichnung. Hä? Das sind die Aufzeichnungen eines Forschers, der gegen Mitte des 20. Jahrhunderts nach einer vergessenen Stadt gesucht hatte. Er stieß unweit des Basislagers auf einen kleinen Handelsposten, der von einer Frau namens Kuama geleitet wurde, und fragte sie nach alten Geschichten, die ihm helfen könnten, die Stadt zu finden. Als er das hier schrieb, war er dem Tode nahe und davon überzeugt, dass Kuama seine Expedition absichtlich in die Irre geführt hatte. Ah ja. Seht mal einen an, was wir dafür für Infos kriegen. Basislager?
Ihr Omikron-Team, wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe, ich muss was hören. Boah, ich ist böse. Ich kann noch... Oh Gott, sie sind hier! Hör doch auf rumzuballern, du Depp. Wovor haben die so viel Angst? Wüsste ich auch gern. Hast du denn die ganze Zeit abgelootet? Ist mein lautloser Kill? Ich hätte gedacht, wäre was gewesen. Sorry. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich runterspringen, aber dann ist man tot. Hm, immer dieses Sterben. Scheiße, ich habe mein Funkgerät verloren. Der hat auf jeden Fall eine Rüstung an. Hol die Knarre. Hol die Knarre raus. Was war das? Keine Ahnung, aber scheiße Pfeil im Bogen ab sofort. Nee, die ist zu klein. Wo bleibt die Verstärkung? Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen sich beeilen, verdammt! Ey, ich kann aber abkrabbeln. Danke. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was haben wir hier? An Dr. Dominguez. Ah ja. Wir haben unser Lager nahe der aufgegebenen Ölraffinerie außerhalb des Dorfes aufgeschlagen. Suchen die Gegend weiter ab. Haben Kontakt mit den Dorfbewohnern aufgenommen. Keiner von ihnen hat Informationen über den einsamen Wolf. Eine kleine Gruppe hat sich aus dem Hauptlager abgesetzt und Vorräte für 2 Wochen gestohlen. Empfehle die Beseitigung dieser ehemaligen Mitarbeiter nach Abschluss der Operation. Noch keine Spur von Croft. Es gibt Berichte über einen Flugzeugabsturz 10 Kilometer vom Dorf entfernt. Vielleicht haben wir ja Glück. Anmerkung: Ein Dorfbewohner meinte, eine gewisse Abby Ortiz sollte möglichst nichts von unseren Aktivitäten mitbekommen. Haben ihren Namen ans Hauptquartier geschickt. Dossier trifft in Kürze ein. Wir prüfen derzeit verschiedene Vorgehensweisen und Notfallpläne. Okay. Wir müssen Loot zurücklassen. Ich muss Loot zurücklassen. Danger. Was denn? Da rechts kann man nicht lang, wir können doch hier lang. Zurück! Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ah! Ah! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur... Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Ach echt, das bewegt sich noch. Was ist das? Gleich meine Geduld, die endet. Suche bestätigt. Da hätte man hochklettern können. Fuck. Zu mir! Wieder ein Krieger gefallen zu geben! Naja! Ankunft in Kürze! Und ich renne noch. Nicht schießen! Seht nach! Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Bringen wir es zu Ende! Jetzt haben wir dich! So. Wir sind hier. Noch 60 Sekunden und wir sind drin. Noch 60 Sekunden? Dann müssen wir mich nicht beeilen. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Linke Seite! Basislager hier einfach. Die Dinger sind überall. Ja, alles gut. Wir sollen ruhig. Dann habe ich hier Zeit zum Abgrabbeln. Dann springen die ja nichts auf. Dafür habe ich nicht genug Platz. Alle. Hallo. Was sind Flaschen? Okay, da kann man hoch. Es muss einen Weg hier rausgeben. Vielleicht in der Richtung, wo sie herkamen. Ja, echt? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, Larry.
So. Wo soll das sein, das Dokument? Das ist da, ne? Ich will das. Nein, das kriege ich ja schon wieder. Ist da drüben, okay. Sonst haben wir, glaube ich, hier alles. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, das kann man mitnehmen. Ah, sehr gut. Alter, ist noch. Macht das nicht gerade, wenn man so haut drauf Aktion? Tut mir echt leid, wenn ihr es euch ein bisschen anders wünscht. Vater tot, warum gefällt mir das nicht? Jetzt müssen wir noch da lang. Oh, weia, weia. Ich würde schon gerne wissen, was für komische Viecher sind, aber andererseits auch nicht. Hey, kriegt ihm sein Loot? Komm schon, Digga, füll mich. Ach, danke fürs. Überall Leichen. Ja, und? Die Kreaturen haben sie getötet. Ja. Aber warum? Unmöglich. Jonah, Abby. Hey, Lara. Ich habe was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pishtakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen habe. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. So, aufheben. Bericht über die Suchteams und deren Funde. Bereich Zentral- und Südamerika. An Dr. Dominguez. Mexiko. Cozumel. Tempel der Chakchel entdeckt. Städte stillgelegt und gesäubert. Brasilien. Region Itixi-Mitari. Eine Sackgasse. Städte stillgelegt und gesäubert. Verlegung des Teams nach Trinterira-Wakaja. Region Munduruku. Suche bislang ergebnislos. Probleme mit der Regierung. Empfehle Schließung der Städte. Erwarte weitere Anweisungen. Region Trinterira-Wakaja. Fortschritte mit einheimischen Stämmen erzielt. Untersuchung wird fortgesetzt. Peru. Cuvac-Yaku. Tempel entdeckt. Nachforschungen laufen. Ja, da war viel Spaß dabei. Vielleicht finden wir das Viech auch und es mag uns. Okay, hier gibt's noch Heilpflanzen, also nichts Interessantes. Gut. Schade. Ach, schön, wir gehen jetzt in den Tempel rein. Gut. Krieg ich mal ein Basiscamp wieder? So. Ja, okay, das passt. Schon haben wir doch schon welche kaputt gemacht. Ich will vielleicht ein bisschen aufrüsten und so ein Scheiß. So, zwei Scheinchen brauchen wir auf jeden Fall. So, einmal. Zweimal. Warte mal, von da sind wir herge... Stimmt, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ach so, seid ihr Schweinchen drauf. Ihr habt da, weil... Ah, so. Ja. Guck mal, da ist gleich wieder rechts der Matsche wegen uns Basis. Ah, kein Fairer am See. Aber was denn denn? Fähigkeiten, wie viele Punkte haben wir überhaupt? 3. Was ist das? Mit Pistolen kann Leuchtmunition verwendet werden. Blenden, betäuben? Nee, macht man nicht. Schnell Lockpfeile her, brauchen wir auch nicht. Sie können schneller schwimmen. Sie können unter Wasser die Luft länger anhalten. Stapelt sich mit Atem des Kaiman 2. Okay, das kann man auf jeden Fall lernen. Ja, das war nicht verkehrt. Mal weniger Stress. Was ist das? Sonderstange, legen Sie in einer lautlosen Aushalte einen zweiten Feind. Eine Ausschaltkette. Was ist das? Krallen des Adlers benutzen Sie einen Zeitpfeil von Essen aus. Ach so, das müssen wir auch noch lernen.
Erhöht die Effektivität von Wahrnehmung und Pflanzen ermöglichen die zusätzliche Ausspürung von Feinden und Raubtieren. Naja. Freischmeißende Preise bei den Händlern. Das ist noch nicht freigeschaltet. Zorn des Jaguars nach einem lautlosen Kill widerstehen. Sieh kurz, wenn ich mich schade. Das kennen wir ja. Setzen die ungebrannte Feinde aus dem Gefecht. Erstmal Luft anhalten, habe ich ja gesagt. Was ist das? Überreste der Outfits benötigen weniger Ressourcen. Sie können schneller schwimmen, ist eigentlich gerade nicht so wichtig. Menschengemachten Herrschungsressourcen, die sie. Okay, Nest der Viper, das brauchen wir auf jeden Fall. Tamia und. Okay. So, da erstmal Inventar. Bogen. Gemaxt, okay. Schusswaffe. Mehr Schaden. Ja. Yeah. 3 von 6. Ah, erstmal das, wo wir keine Jaguarfälle brauchen. So. Ja. Ja. So, dann die Waffe. Was brauchen wir da? Ah, okay, damit zu wenig. Ja, das machen wir mal. So. So, nö. Das können wir ja nichts auch upgraden. Ne, 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 ne. Die könnten wir noch. Die brauchen wir erstmal nicht. So, und das können wir jetzt nicht, weil wir wieder so ein Jaguar-Tierchen viel zu wenig haben. Schade. Ah, dann können wir das wieder mitnehmen. Aber da wollte ich das Material letztes Mal losbekommen. Weil auch wenn nicht viel, aber ich. Huch! Das war so der Gipfel, sorry. Müssen wir da rein? Okay, komme. Jonah. Jonah? Jonah? Wir sind unten. Ich gehe hoch. Für das Ding erstmal. Aha. Ah, neue Kochdisziplin. Vom Leben bis zum Tod. Vom Vollmond bis zum Neumond dient dieser Tempel als Wächter der Schatulle. Schön. Müssen wir mal kurz raus. Ich habe was vergessen. Was heißt denn eigentlich unten bei denen? Irgendwo da, okay. Jetzt hopp, lauf mal. Müssen wir noch mal kurz zurück, hi. So, dann brauchen wir nicht so lange da durchwarten. Ah, das nervt. Wo muss man immer so Matschepampe machen? Und zwar Outfits. Ganz vergessen zu schauen. Inventar. Hier. Voll verpeilt. Was haben wir da eigentlich noch Feines? Torso, Schuhe. Vorteile. Das ist ja halt das hier. Das ist halt der Vorteil von dem, dass man so spät gesehen oder so komisch gesehen wird. Ach lol, Tomb Raider 2, Tomb Raider Bomberjacke, lol. Blaues Handley-Shirt. Echter Stoff. Was kann man da mit dem kombinieren? Nee, oder? Achso, warte. Doch, können wir das machen? Das erhalten und dann das mit dem? Nee, das geht nicht. Schade. Finde ich jetzt schade. Was ich bei Lara gemocht habe, war auf jeden Fall immer. Das Outfit jetzt, ne? Das kann ich nicht. Das hier finde ich mal toll. Haben so ein bisschen militärisch rüber. Aber es ist natürlich witzig, wie im Bikini. Oh Gott, Überlebende. Vorteil Ganzkörper. So. Also es ist halt echt schade, dass man, wenn wir jetzt zum Beispiel das auswählen, ne? Und wir wählen dann das aus, dann geht das halt nochmal. Und ich finde die halt toll. Feinde brauchen länger, um Lara zu entdecken, und das ist halt für uns, finde ich, gerade aktuell ein bisschen wichtiger. Wir möchten ja sneaky vorgehen. Na, läuft halt so rum. Vielleicht findet man noch später noch was anderes. Das sehen wir dann. Döp, 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 döp. Wird geladen. Ja, okay. Und geht es gerade so nach? Hier ist schon mal nichts. Die wollen ja, dass wir da runtergehen. Wahrscheinlich links, oder? Ja, Arschlecken, Feuerwerk. Nix da.
Gehen erstmal da hoch. Was glauben die denn? Warum läuft die jetzt so langsam? Lura? Hallo? Zweiter Gang? Da geht's der gleiche Weg hoch. Da ist nix. Gibt's die Frau auch in schnell? Ich bin ein bisschen durch, dass sie so langsam läuft. Ach, da sind wir dann hier wieder. Ah, okay, ist der Weg, den sie eigentlich gegangen ist. Jetzt müssen wir da wieder runter. Sorry. Hallo, ich bin Lara Langsamcraft. Ich komme wirklich sehr schnell vorwärts. Manchmal zumindest. Die läuft wie so... Nee, wo jetzt sagen, die beugt die immer so nach vorne wie so ein kleiner Affe. Können wir jetzt wieder ein bisschen Gas geben hier? Hallo. Ab hier Gas geben? Oh, dankeschön. Hi, der Witzka. Das sagen wir, Jonas ist bestimmt gesprungen. Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Ja, guck mal. Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor, wir treffen uns dann. Kennt die sich eigentlich so im Tempel aus? Und woher will die überhaupt wissen, wo es da lang geht? Und what the fuck? Ich war langsam ein bisschen pessimistisch hier gegenüber der Alten. Und gefällt mir das eigentlich schon wieder nicht. Ich muss echt wieder da runterhüpfen. Wir können immerhin länger unter Wasser bleiben, von daher kann man ein bisschen Zeit lassen. Ist voll. Ja genau, komm her, du Natter. Alter, du bist auch so ein Aal. Wie hieß es denn, Refin nochmal? Stirbt ihr gleich? Kind? Sauerstoff? Also, ich würde sagen, aktuell könnte ich essen, das müsst ihr wissen. Nö, was macht ihr mit mir? Hi. Erstes Anzeichen, dass man am Arsch gehe. Zweites, drittes, viertes. Ich schaffe es gleich nicht mehr. Ich glaube, so eine schnelle Schwimme, so brauchen wir Sauerstoff. Das mit dem Tauchen, wie gesagt, das müssen wir echt hochdrücken. Ja, hallo, nimm's doch. Genau, klitsch im Boden. Mach's dir fein, Lara. Bin so stolz auf dich. Ja, wir dürfen nicht schnell schwimmen, es braucht zu viel Sauerstoff. Und wieder runter. So. Ein bisschen gründlicher oben. Das sieht eigentlich gut aus. Lass mal Luft holen, dann darüber das andere Teil holen. Ich bin schon froh, dass ich jetzt länger Luft anhalten kann. Oh, bedenkt man sowas so. Ich hoffe, es geht, dass ich noch so eine Sauerstoffflasche oder sowas finde, so eine kleine, wie es im vorigen Teil hatte. Da kann man eigentlich unendlich lang unter Wasser bleiben, wenn die Frame nicht droppt. Und dann ist es nicht ganz toll. Ich weiß es nicht mal, wie es heißt, das komische Viech.
Jonah. Ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? Ja, ich glaube, Jonas war jetzt immer da. So, runter mit dir. Jetzt auch noch abkrabbeln. Dankeschön. Jetzt brauchen wir nicht. Oh, wir haben da Gold. Oder irgendwas. Wir können wahrscheinlich hier eh nichts machen. Wir müssen irgendwo uns hochziehen oder sowas. Das machen wir gleich. So, auch mit dir, mein Kind. Ja. Kann ich mich irgendwo festschießen? Ach Gott, bin ich blöd. Werde jetzt Hände übersehen, ne? Ach, da rechts nur. Okay. Okay, dann halt, ne? Dann gehen wir halt nochmal weiter. Fünf? Ach, dann über. Der heilige Mutter Gottes. Eieiei. Da müssen wir hin. Ja, ist okay. Jonah, falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg. Bei der Spinnenprüfung. Ich versuche, nach oben zu kommen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wo geht's hier lang? Also ich frage ja nur. Spinnenprüfung. Spinnen doch die Römer. Ah, jetzt muss ich herkommen von hier aus. Ja. Okay, dann war das doch der richtige Weg. Wollte ich den anderen Weg gehen? Es ist voll. Können wir auf 1 drücken? Gibt's hier Loot? Ja! Give it to me! Wertvolles Mineral, das großteils unter Wasser in Jade-Adern zu finden ist, an Händler zu verkaufen. Okay, cool. Nice. Okay. Wir müssen da hoch. Okay, cool. Das wollte ich wissen. Nicht, dass mir da, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie in der Fabrik sind. Das Segment kann man dann später verticken. Achso, war das so halt. Sorry, ich vergesse es immer mit dem Schwenk. Tut mir leid. Prüfung des Adlers. Wir haben doch irgendwas mit Schwinge des Adlers. Ich glaube, da. Ne, das hat man erstmal da. Holy crap, die Töne. Unglaublich. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Jo, okay, sehr gerne, Mann. Wir setzen hier aber einen Cut und sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Shadow of the Tomb Raider. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.